Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 26. Mai 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten auch heute wieder im Donbass, konkret am Frontabschnitt Pokrowsk. Wie in den letzten Tagen bereits vermutet, festigten sich die russischen Streitkräfte vollständig in der Siedlung Umjanske. Teile der russischen 114. motorisierten Schützenbrigade festigten sich vollständig im westlichen Teil des Dorfes und auch an der südlichen Straße. Damit steht Umjanske zum heutigen Tag vollständig unter Kontrolle der russischen Streitkräfte. Darüber hinaus konnte die russische Seite westlich der Siedlung um bis zu 1 Kilometer in Richtung des Wowtscha-Flusses vorstoßen. Die russische Infanterie festigte sich dabei an diesem Waldstrich direkt an dieser kleinen Schlucht. Somit stehen die russischen Streitkräfte zum heutigen Tag knapp 3 Kilometer vor dem Wowtscha-Fluss. Und auch südlich von Umenske besetzt das russische Militär nach und nach Stellungen und Waldstriche im offenen Gelände. Innerhalb der letzten Tage wurde dieser Waldstrich vollständig von den russischen Streitkräften erobert. Die russische Seite steht damit vor der Straße zwischen Umenske und Netailowe. Auf Basis dieser russischen Geländegewinne wurde am Frontverlauf eine verhältnismäßig große Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Mit der Einnahme von Umjanske verstärkt das russische Militär nun die Angriffe auf die Siedlung Jasnobrodjewka. Jasnobrodjewka ist das letzte Dorf an diesem Abschnitt vor dem Wowtscha-Fluss. Wir können davon ausgehen, dass die Kämpfe um das Dorf schon bald beginnen werden. Nur wenige Kilometer nördlicher kommt es zu schweren Kämpfen im Bereich der Siedlungen Sorkil und Nowopokrowske. Russische Militärs melden erbitterten Widerstand der ukrainischen 47. Mechanisierten Brigade in diesem Bereich. Anfängliche russische Erfolge werden durch ständige Gegenangriffe dieses Verbandes wieder neutralisiert, vor allem mit Hilfe von Bradley-Schützenpanzern unternimmt die ukrainische Seite hier ständig Gegenangriffe. Und so bleibt es an diesem Abschnitt bei Stellungskämpfen ohne wesentliche Veränderungen an der Frontlinie. Das zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Pokrowsk. Die zwei Frontabschnitte Bachmut und Siewirsk können wir heute ebenfalls überspringen. Dort hat sich die Situation nicht wesentlich verändert. Wie versprochen, besprechen wir heute die Frontverschiebungen in der Siedlung Iwanjewka am Frontabschnitt Kupjansk. Ich wiederhole nochmal, das russische Militär unternahm mit Kräften der 47. Panzerdivision einen Angriff und konnte vom Süden und vom Osten her schnell in die Siedlung Iwanjewka einbrechen. Daraufhin haben die ukrainischen Streitkräfte ihre Positionen im Süden und im Zentrum des Dorfes aufgegeben und sich hauptsächlich in die Nachbarsiedlung Stepowo-Novoseljewka zurückgezogen. Daraufhin besetzten russische Infanteriegruppen den gesamten südlichen und zentralen Teil der Siedlung. Während russische Militärblogger von einer vollständigen Eroberung des Dorfes sprechen, gibt die ukrainische Seite an, dass die russischen Streitkräfte sich im Norden der Siedlung noch nicht vollständig festsetzen konnten. Der genaue Stand dort wird aktuell geklärt. Wegen der widersprüchigen Aussagen beider Seiten bleibt der nördliche Teil von Iwanjewka vorerst eine graue Zone. Es ist aber gut möglich, dass einzelne ukrainische Infanteriegruppen dort noch die Stellung halten, aber auch ein russisches Festsetzen dort ist nicht auszuschließen. Auch südlich von Iwanjewka konnte das russische Militär an der Eisenbahnlinie nördlich von Kryslivka vorrücken. Der russische Vorstoß hier beträgt etwas mehr als 1 Kilometer. Damit eroberten die russischen Streitkräfte weitere wichtige Höhen an diesem Abschnitt. Zusammengefasst fällt im Vergleich zum Vortag dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Es ist nicht auszuschließen, dass die russischen Streitkräfte innerhalb der nächsten Tage an diesem Abschnitt weiteres Gelände gewinnen werden. Vielmehr sollten wir davon ausgehen, dass die Siedlung Iwanjewka zeitnah vom russischen Militär besetzt wird. Auf der ukrainischen Seite ist an diesem Abschnitt nach wie vor die 104. Brigade der Territorialverteidigung stationiert. Der Verband wird hauptsächlich von der 43. Mechanisierten Brigade unterstützt. Und laut unserem letzten Stand war auch ein Bataillon der 10. Gebirgssturmbrigade an diesem Abschnitt aktiv. Die 10. Brigade selbst ist aktuell am Frontabschnitt Siewirsk aktiv.
An der Stelle springen wir noch ganz kurz in die Siedlung Berestowe, ein paar Kilometer südlicher. Die Siedlung wird zum heutigen Tag nach wie vor umkämpft. Die Aussagen des russischen Verteidigungsministeriums über die Einnahme der Siedlung werden vor Ort nicht bestätigt. Zwar steht der größte Teil des Dorfes unter russischer Kontrolle, jedoch noch nicht der gesamte Teil. Das wird auch von russischen Militärbloggern so gesagt. Mögliche Frontverschiebungen werden wir in der Siedlung morgen besprechen. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die aktuelle Situation an der Kharkiv-Front eingehen. Im Laufe dieser Kalenderwoche konnten die ukrainischen Streitkräfte den russischen Vormarsch stoppen und selbst Gegenangriffe unternehmen. Seit wenigen Tagen werden Gegenangriffe geringen Umfangs unternommen. Von einer größer angelegten ukrainischen Gegenoffensive ist erstmal nicht die Rede. Allerdings bleibt das Gerücht und die Diskussion um einen möglichen großen ukrainischen Gegenstoß, der das Ziel haben soll, die russischen Streitkräfte wieder aus der Kharkiw-Oblast zurückzudrängen. Die ukrainische Militärführung könnte sich für solch eine riskante Operation entscheiden, um die hier gebundenen Kräfte wieder in andere Abschnitte zu verlegen. Dafür sprechen unter anderem die in den letzten Wochen hierhin verlegten Kräfte, die nicht unwesentlich sind. Aber nochmal, bisher unternimmt die ukrainische Militärführung lediglich kleine Gegenangriffe auf taktischer Ebene. Es kommt so auch zum heutigen Tag zu weiteren Stellungskämpfen, wie beide Seiten melden, unter anderem in der Stadt Wowtschansk und nördlich von Lipzig. Gerade nördlich von Lipzig berichten beide Seiten, dass die russische Militärführung ebenfalls frische Kräfte in den Kampf führt und selbst wieder versucht, die Initiative zurückzuerlangen. Der ukrainische Präsident Zelensky kündigte heute an, dass das russische Militär eine weitere Gruppierung an der russisch-ukrainischen Grenze konzentriert, und zwar etwa 90 Kilometer nordwestlich der Stadt Kharkiv. Wir haben in den letzten Tagen schon mehrmals angesprochen, dass ein russischer Stoß an einem weiteren Abschnitt nicht ausgeschlossen ist und in den nächsten Tagen oder Wochen könnte so ein Stoß folgen. So viel zur aktuellen Situation an der russisch-ukrainischen Frontlinie. In der vergangenen Nacht unternahm die russische Luftwaffe seit längerem wieder einen etwas umfangreicheren Luftangriff. An diesem Luftangriff waren russische strategische Bomber beteiligt, die aus der Tiefe Russlands ein Dutzend Marschflugkörper abfeuerten. Zusätzlich dazu wurden zahlreiche Angriffsdrohnen und wenige Hyperschallraketen gestartet. Laut Angaben der ukrainischen Seite wurden für den Angriff 31 Angriffsdrohnen des Typs Shahid-136 eingesetzt. Die geschätzte Flugbahn der Drohnen in der vergangenen Nacht ist in Gelb zu erkennen. Das Hauptangriffsziel der Drohnen war der Militärflughafen in Starogostjantyniw, wobei aber auch die Städte Kropyvnytskyi und Poltawa von diesen Drohnen attackiert wurden. Laut dem ukrainischen Generalstab wurden alle 31 Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen. Dieses Video zeigt den Abschuss einer russischen Drohne im Bereich des angesprochenen Militärflughafens. Darüber hinaus wurden 12 Marschflugkörper des Typs H101 H555 aus nördlicher Richtung gestartet. Die Raketen manövrierten durch die Kiew Oblast und attackierten hauptsächlich ebenfalls den Militärflughafen Starogostjantyniw. Die Flugbahn dieser Raketen ist in Rot nachvollziehbar. Der ukrainische Generalstab verkündete auch hier den Abschuss aller 12 eingesetzten Raketen. Und zu guter Letzt starteten russische MiG-31 Abfangjäger zwei Hyperschallraketen des Typs H-47 Kinjal. Dessen Flugbahn ist in Blau zu erkennen. Beide Raketen attackierten ebenfalls den strategischen Militärflughafen Starogostjantyniw und konnten dort einschlagen. Der ukrainische Generalstab räumt ein, dass keine der beiden Raketen abgefangen werden konnte. Der betroffene Flugplatz im Westen des Landes hat also definitiv Schaden erlitten, das Ausmaß ist jedoch nicht ersichtlich. Auf dem Flugplatz sind ukrainische Frontbomber des Typs Sukhoi Su-24M stationiert, mit denen regelmäßig britisch-französische Marschflugkörper abgefeuert werden. Die Angaben des ukrainischen Generalstabs über den Abschuss von 43 aller 45 eingesetzten Flugkörper können wir ebenfalls nicht überprüfen. Damit sind wir für den heutigen Tag am Ende angekommen. Wenn Sie meinen heutigen Bericht informativ fanden, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn Sie neu auf diesem Kanal sind, dann lade ich Sie dazu ein, sich mit einem kostenlosen Abo dem Kanal anzuschließen, um keine weiteren Geschehnisse in der Ukraine zu verpassen. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin eine schöne Restwoche.